So. Aber wir wollen ja auch noch Leinen hierher holen. Ich denke mal schon, oder? Wir haben noch so viel Platz. Ich glaube, das macht Sinn. Einfach, dass wir hier unten die Leinen alle wegnehmen, weil wir dann eben von der Produktivität natürlich auch uns das zunutze machen, dass wir weniger Gebäude haben und so ein Kram. Neue Befehle? So, wir haben hier noch genug Holz, ne? Ja. Ich glaube, das ist schon ganz sinnvoll. Ah, so ist cool. I like. Ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Ja, das ist egal, du bist nur zurückgefahren. So, wie viel? 17. Ja, wir gucken mal. Wir bauen erstmal ein paar Farmen. Erstmal bauen wir ein paar Farmen. Wir machen als nächstes nämlich auch die Dame für die Stickereien, die hier nochmal die Produktion boostet und die uns dann nebenbei Maßanzüge macht. Irgendwie sowas. Diese gute Frau. Wir stehen kurz vor dem Durchbruch. Ja, geil. Ich kann es spüren. Dadurch können wir nochmal theoretisch vielleicht sogar Leinen reduzieren. Und all so ein Kram, weil wir da auch noch optimieren. Ich würde jetzt trotzdem noch die Farm bauen, weil wir einfach... Das kostet halt keine Arbeitskraft. Spielst du mal Ziv 7? Ziv 7, mal gucken. Ich finde Civilization ziemlich cool. Ich habe Civ 6 auch einige Stunden gespielt, so. Mal gucken, wie es ist, so. Ich bin jetzt nicht so der große Civ-Fan, dass ich sage, ich gebe dafür irgendwie den Vollpreis aus, zum Beispiel. Weil das finde ich manchmal sehr viel, sehr teuer. Wenn ich es dann eben nämlich nicht so viel spiele, ist halt irgendwie blöd. So, für mich halt. Also mal gucken, wann ich es mir hole, sozusagen. 48 Felder. Oh mein Gott. Aber grundsätzlich hätte ich schon Bock drauf. Das auf jeden Fall. Wie gesagt, halt einfach mal gucken. Wann ich das machen will. Ich habe auch letztens irgendwann, wie hieß das? Ära Untold gesehen. Das sah auch sehr, sehr cool aus. Aber ich bin auch zu geizig, Vollpreis zu bezahlen. Bin ich ehrlich. Sehe ich nicht ein. Und dann waren die Rezensionen jetzt auch nicht so überragend. Wobei mich das meistens nicht so unbedingt stört. Wenn ich ein Spiel geil finde, finde ich es geil. Aber dann als Vollpreistitel ist halt dann schon echt belastend, so. Und was sonst so ansteht, schwierig, keine Ahnung. Momentan nicht so mega viel geplant. So, wie viel produzieren wir jetzt? 13. Okay, dann lass noch mal einen auf jeden Fall irgendwie bauen. Geil. So, jetzt sind wir erstmal bei 15. Das heißt, wir schieben jetzt erstmal eben die Route rum. Und zwar Laden.
Line. Du lädst mal. Ja, 3 dürfte reichen wahrscheinlich, ne? Und dann. Hat er gerade was drauf? 2x Line. Das wird gelöscht. Der schiebt sich nach oben. So. Ja. So, das haben wir. Jetzt springen wir mal eben zu dem Schiff. Du schmeißt das mal über Bord, die 2 Stück. Ja, gut. Na, ist auch egal. Okay, wir haben hier nicht genug Anlegestellen. Die blockieren sich hier. Das ist nicht. Das funktioniert so nicht, Leute. Ihr müsst hier reibungslos funktionieren. Wieso geht das nicht? Da. Ja, mal gucken. Also wie gesagt, momentan reizt es mich nicht, aber das heißt nie, dass mich das Spiel gar nicht mehr interessiert. So. Ich habe auch mal wieder Bock tatsächlich auf Fastest Frontier. Das finde ich auch sehr, sehr geil, das Spiel. Das habe ich, spiele ich gerne mal. Das spiele ich mal gerne, wenn ich irgendwie so erkältet bin oder so. Und fange dann mal wieder neue Runden an. So. Das ist sehr, sehr cool. Also da habe ich auf jeden Fall nochmal wieder Bock drauf. Und ja, mal gucken. Aber meine Zeit ist halt immer so begrenzt. So, momentan spiele ich halt immer viel Guild Wars wieder gerne, weil es mir einfach viel Spaß macht. So Zelda macht mir viel Spaß und man muss halt immer gucken, ja, was hat man viel Zeit, ne? So, oder was, auf was hat man Bock und wie viel Bock hat man auch zu streamen zum Beispiel? Wie oft kann man streamen mit Privatleben und allem möglichen Kram? Und das ist halt immer so. Wenn ich halt jetzt so viel anfange, bleibt halt im Zweifel wieder Anno auf der Strecke. Und Anno macht mir momentan immer sehr, sehr viel Spaß, so, wenn ich es mal wieder spiele. Aber das heißt nicht, dass wenn ich irgendwas anderes spiele, dass mir Anno dann immer noch so viel Spaß macht irgendwann, weil ich kenne mich halt. Das ist ja das Problem. Ich habe voll Bock auf irgendein Spiel, dann kommt ein anderes Spiel, wo ich mehr Bock drauf habe und das andere Spiel vergessen. Dann spiele ich das im halben Jahr mal wieder. So. Das ist halt so, Ja. Deswegen bin ich halt erstmal so, ne, ich bin erstmal hierbei und macht mir momentan sehr viel Bock. So, auch wenn ich halt immer so nur, weiß ich nicht, einmal die Woche zum Beispiel spiele oder so, aber es ist dann so eine Konstante irgendwie. Und so verliert man die Lust auch nicht so schnell. Und deswegen, ja, will ich nicht zu viel, weißt du, zu viel Köche verderben den Brei, sagt man immer so schön. Oh, wie klein die Farmen sind. Guck dir das mal an, Alter. Das ist für ein... Alter Schwede. Crazy. Ja, jetzt sind die Häuser wieder überlastet hier. Machen wir mal so. Jetzt haben wir hier kein Holz mehr, ne? Okay, dann können wir mal Holz herbringen, denke ich. Oder auch nicht. Ja, nehmen wir mal 3 Stacks mit, das passt schon. Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Schon wieder der. Nehmen die den immer versehentlich mit und dann kommt der wieder angeschifft oder was? Soll denn das? Ja, hier, ha, wir haben den Opa schon wieder mitgenommen. Hier, nehmt ihn zurück. Er nervt uns. So. Ich habe einen Bedarf von 21. Insgesamt produziere ich 21. Wir können erstmal hier unten jetzt wegreißen. Weil das Schiff kommt eh nicht mehr. Schiff ist weg. Ich brauche hier gar keinen mehr, ne? Ne. Wieder eine Insel weniger, um die wir uns sorgen müssen. Zumindest erstmal die nächsten 150 Stunden. Ja, wir haben wieder ein bisschen Holz verschwendet. Egal. So, einmal Kahlschlag bitte. Danke.
Oh, hier ist noch ein Fest. Ja, Leute. Fest ist vorbei. Geht mal nach Hause. Einfach das Fest mit weggeritten. Ja, wie gesagt, ich will halt nicht, weil ich mich halt kenne, will halt nicht, dass mir ein anderes Spiel dann gerade die Laune hierbei verdirbt, so, ne? So, gerade auch, weil es natürlich irgendwie, darf man auch nicht vergessen, muss man ja auch so sagen, für mich bei YouTube damit relativ okay läuft. Ich bin sehr zufrieden damit, wie es so bei YouTube funktioniert und was so das Feedback ist, was zurückkommt. Also auch da nochmal vielen Dank, wenn ihr das hier bei YouTube seht. Vielen, vielen Dank dafür. Freut mich immer sehr. Und deswegen ist natürlich auch ein Anreiz, das weiterzumachen, weil man einfach dann irgendwie positiv bestärkt wird da drin, dass das irgendwie cool ist, was man macht. So. Und das ist schon ein cooles Gefühl einfach. So. Wir brauchen aber noch hier ein bisschen mehr Leinen. Wir haben 17, wir brauchen 21. Das heißt, ich denke mal zwei mehr. Die würde ich einfach mal... Ja, lass uns die einfach mal hier zwischen noch packen, oder? Einfach mal so. Machen wir so. Und dann machen wir hier connected. Geil. Geht da noch einen hin? Schade. Na, dann machen wir... Machen wir so. Was kann ich denn dafür, dass die Bienen so träge sind? Ah, ich hab ne Idee. Ja. Oh. Ja, jetzt können wir hier noch was reinbauen. Geil. So, jetzt produzieren wir hier 21. Hier brauchen wir 21. Das könnte ziemlich genau passen. Das heißt, wir können hier die letzten auch erstmal wegnehmen. Dann können wir den mit wegnehmen hier. So. Lass das mal so machen. Den darüber. Weil dann könnte man jetzt überlegen, ob man hier halt irgendwie expandieren will, quasi in dieses Gebiet hier. Hm. Wenn wir den stoppen, haben wir genug? Ja. Ein ganz klein bisschen zu viel. Das ist aber vollkommen okay. Du bist eine Papiermühle. Ihr seid Ziegenfarmer hier unten. Ja, ich kann hier... Die Wassermühle würde ich hier lassen gerne. Hier ist Lehm. Wenn ich die hier... wegnehme... Hier ist kein Wasser mehr. Das ist aber ja auch nicht schlimm. Hier brauche ich auch keins. Hier brauche ich auch keins mehr. So. Kanalverbindung fehlt. Lass mich mal eben kurz gucken, wo wir hier die Feuerwehren haben. Hier ist eine. Die könnte man ja eigentlich ein bisschen weiter hier hinsetzen, theoretisch. Würde ich mal fast sagen. Hier so ein bisschen durchtauschen kurz. Warte mal, anders. Mal eben kurz dahin.
So. Ja, du kommst gleich wieder. Ah, ich würde gerne so machen. So. Okay. Lass uns, ich will die mal eben kurz von der Straße weg haben. Ja, guck mal, wir sind bis hier. Bis hier sind wir mit der Feuerwehr und bis hier. Das heißt, diese brauchen wir erstmal nicht mehr. So, wenn hier hinten halt brennt, ja, Pech, brennt ab, brauche ich neu. Radikal. So, keine Ahnung. Kannst du ja nicht überall erwarten, dass die Feuerwehr hinkommt, nicht? So, bei mir hier könnten die jetzt auch nicht kommen. In meiner Straße sind die Baustelle. Kommt gar keiner durch. So. Hier brauchen wir aber auch kein Wasser mehr. Und hier ist schon gar kein Wasser mehr. Aber brauchen wir auch nicht. Hier hinten sind nur aktuell die Holzdinger und die sind egal. Die brauchen, also die sind nicht egal, die brauchen kein Wasser. So, dann so, dann können wir. So, der kann auch weg. So, so und das hier ist das einzige Hibiskusblütenfeld, was wir noch betreiben. Einfach aus dem Grunde heraus, damit wir das exportieren als Lebensqualität für die Bauern in Kaptriloni. Und das können wir aber ja auch lassen. Das ist ja auch vollkommen okay. So, mein Gott, das eine Feld ist doch ganz schön hier so am Wasser. Ich würde das gerne nochmal irgendwie... Ich finde, wir haben viel zu viele von diesen Leinenwebereien vor allen Dingen. Da haben wir so viele von. Das ist echt krass. Weil wir auch noch so viel davon exportieren. Ich freue mich gleich, wenn die Maßanzugsdame fertig ist bei der Stickerei, dass wir echt bei der ganzen Leinenproduktion, glaube ich, viel einsparen können. Also wir haben jetzt ja schon super viel Arbeitskraft eingespart, ne? Also ich habe hier keine neu gebaut. Und wir haben trotzdem die drei Inseln außenrum weggenommen, wo die Arbeitskraft ja auch jeweils aufgeteilt waren. Und haben hier neu gebaut, ohne dass wir jemals Arbeitskraft brauchten. Und das ist halt auch krass. Also das hat schon richtig, richtig eingespart. Das ist krass. Ich kann dir das beibringen, wenn du möchtest. So, aber wie gesagt, so krass viele Produktionen haben wir uns noch. Achso, du hast noch gar kein Dings hier. Was braucht man hier für ein Silo? Das ist Teff, ne? Warte mal. Ja, Teff. Wie viel produzieren wir Teff im Überfluss irgendwie? Ich glaube schon, ne? Jo! Digga! Was? Dann lass doch mal mit Silos arbeiten. Warum machen wir das nicht? Leute! Warum? Jetzt muss ich mal überlegen, wie bauen wir das mal cool?